Die Wollnys müssen sich warm anziehen. Auch Vox dokumentiert jetzt das Leben von Großfamilien in einer Doku-Soap. Die Wollnys. Endlich neue Folgen. Seit über 10 Jahren können die Zuschauer bei Die Wollnys, eine schrecklich große Familie, den Alltag von Silvia Wollny und ihren Liebsten auf RTL ZWI verfolgen. Inzwischen hat sich die Großfamilie eine beachtliche Community aufgebaut. Auch abseits ihrer Doku-Serie sind sie Stars. So haben Silvia Wollny und ihre Töchter wie Loredana, Sarafina und Silvana sich längst auch als InfluencerInnen einen Namen gemacht. Estefania ist zusätzlich auch als Sängerin erfolgreich. Ihrem TV-Format bleiben die Wollnys jedoch auch weiterhin treu, und so dürften die Fans sich ab dem 15. Februar endlich über eine neue Staffel freuen. Und natürlich hat die XXL-Truppe während der Dreharbeiten wieder allerhand erlebt. So heißt es in einem Instagram-Post von RTL ZWI. Das Warten hat ein Ende. Die Wollnys sind zurück mit neuen Folgen. Und auch diesmal wird's wieder turbulent. Denn Mama Silvias Nesthäkchen Loredana ist schwanger. Außerdem feiern die süßen Zwillinge von Sarafina und Peter ihren ersten Geburtstag. Und dann stehen eigentlich ja auch noch 2 Hochzeiten auf dem Programm. Los geht's am 15. Februar immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL ZWI und 7 Tage vor Ausstrahlung bei RTL+. Die Wollnys bekommen Konkurrenz. Vox kündigt neue Doku-Soap an. In einer Pressemitteilung kündigte Vox jetzt eine neue Doku-Soap mit dem Titel Full House – Familie XXL an. Anders als bei den Wollnys geht es jedoch nicht um eine Großfamilie. Stattdessen begleitet das Format mehrere Paare mit 5 bis 8 Kindern durch ihren Alltag. Ob Silvia Wollny und Co. jetzt um ihren Ruf als bekannteste Großfamilie Deutschlands fürchten müssen? Wir sind gespannt. Full House – Familie XXL wird von Filmpool produziert und startet noch in diesem Jahr. Bei der ersten Familie handelt es sich um die Siestos, ein Paar mit 5 kleinen Kindern.